Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist immer noch Kenny und wir befinden uns hier im nächsten Teil des Max Payne Let's Plays. Und wir haben es endlich geschafft zur Acer Corporation und wollen jetzt Nicole Horn stellen, die hinter der ganzen Geschichte steckt rund um Valkyr. Und jetzt werden wir mal versuchen, uns einen Weg zu ihr zu bahnen. Mal schauen, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist. Gut, das war schon mal nicht von Erfolg gekrönt. Ich wollte mal sehen, wie viele da so ungefähr kommen. Mal erstmal hier stehen. Schauen. So im Raum verteilen vielleicht. Das haben wir schon mal. Das ist gut. Okay. Soweit, so gut. Die drei haben wir schon mal weg. Aber das wird bestimmt noch nicht alles gewesen sein. Ach, da oben steht der nächste. Da glaube ich, ein bisschen ätzender werden, den zu erwischen. Dann probieren wir es mal damit. Dass er vielleicht von Erfolg gekrönt ist. Mal schauen. Sogar mehrere. Ei. Ja, oder auch nicht. Ah, da stehen sogar drei, wenn ich es jetzt gerade richtig sehe. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir das am schlausten hinbekommen. Sagen, ich schieße noch alle schön mit dem Granatwerfer. Herrlich. Ach, herrje. Ach, herrje. Auch. Okay, vielleicht ist da auch einfach Augen zu und durch die beste Variante. Boah. Leute. Also hätten wir die Bullet Time nicht, der wäre schon vorbei. Hey, muss man hier wirklich von Bullet Time zu Bullet Time springen? Jetzt hat man keine Chance. Verflucht. Natürlich ging es beim dritten jetzt wieder nicht gut. Oder man läuft jetzt einfach vielleicht einmal durch und guckt, ob das klappt. Ah, shit. Visionsradius ist einfach zu groß. Gehen wir selber mit dem M79. Warum, Doktor? Einen kriegt man. Einen schafft man. Aber vielleicht ist es trotzdem das Mittel der Wahl. Weil sie im ersten alle verkacken nach dem Schuss. Sieht auch nichts. Sieht auch einfach nichts. Ah. Ja, es ist nicht so einfach. Ist doch kein genannten Weg drumherum. Da müssen wir durch. Ist ja alles nichts. Kann noch mal Scharfschützengewehr. Bringt leider gar nichts. Es ist auch einfach schwierig. Einen schafft man, war dann auch meist Ende. Oh, das war schlecht. Falsches Gewehr noch ausgewählt gehabt. Verflucht. Max kann ja leider auch nicht rennen oder so. Okay. Einmal treffen sie doch gleich im ersten Schuss. Zand. Macht man's am schlausten. Macht man's. Natürlich, das klappt auch nicht.
einen schon erwischt. Und schon auf den nächsten schießen müssen. Gut. Gott. Ach Mann, ja. Ein Fach kann ja jeder. Man schafft es auch nicht einfach durchzulassen, ne? Ist nicht möglich, ne? Oder muss ich mich vielleicht nochmal einen mehr heilen? Und noch mehr Lebenspunkte noch hat, dass man es vielleicht schafft, einmal durchzurennen. Schauen wir mal, ob das vielleicht klappt. Okay. Okay, probieren wir es mal so. Da gleich wenn ich es aus dem Arsch bin. Tja, klasse. Jetzt, wenn man es bis hier vorne hin schafft, dann so ein Mist. Das ist doch Mist. Okay, also das bringt schon mal nichts. Man muss es wirklich, man muss die da erst wegkriegen. Jetzt hat man da keine Freude dran. Ja, auch leider keinen sehen kann. Jungs. Echt. Echt blöd. Wird, habe hier gar nichts mehr. Ah, da sind sie. Also ich glaube, ich habe ihn gerade einmal erwischt, aber es hat ihn nicht wirklich interessiert. Also gestorben sie davon nicht. Schade eigentlich. Jawohl, einer ist weg. Und zwei ist auch weg. Jetzt ist es nur noch einer. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt. Voll, na endlich. Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben es geschafft. Halleluja. War jetzt auch schon wieder eine schwere Geburt. Aber hat ja auch niemals jemand behauptet, dass es leicht werden sollte, ne? Ah, immerhin Painkiller. Ich wollte es gerade sagen, wir sind hier mit 8 Painkillern reingegangen. Jetzt haben wir schon wieder keine mehr. Spricht jetzt nicht unbedingt für uns. Kann ja nur besser werden. Oder? Okay. Zack. Mal weg. Ist an der Wand. Uiuiui. Ballerten hier auf uns. Oben rennt er rum. Okay. Vielleicht hätte ich ihn auch laufen lassen können, aber das ist zu heiß geworden. Nicht, dass wir dann mit dem Mundschaden dann hier ups gehen. Ja, auch dumm. Okay. Sehr schön. Kann man das zwischenspeichern? Was hier noch? Ah. Oh, schmeiß erstmal eine Granate. Zack. Ah, hier waren die Jungs von der Empore, aber M79 Ammo haben wir ja noch. Genug.
ungewohnt genug, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, dann klappern wir hier erst nochmal alles ab, bis hier vielleicht noch irgendwo was Nützliches gibt. Ah, Colt-Kommando ist gar nicht verkehrt. So viel Munition habe ich davon jetzt ja noch auch schon wieder nicht mehr. Ui. Zu denn her. Ah, verflucht. Sehr schön. Komm schon von oben runter, ha? Huh? Ah, wie ist der da durchgekommen, frage ich mich. Ach, verfluchte Hacke. Danke. Doch. Okay. Oh. Was Nettes hier? Nö. Und noch M79. Okay, Granatwerfer. Uha. Ah, genau. Da sonst nichts zu tun. Ach, Schande. Halben Weg auch noch einer wieder an und der auf uns ballert. Das gibt's ja gar nicht. Oh, schlechtes Timing. Mal bitte. Zwischenspeichern. Galant ist wieder. Ah. Dann nochmal ein Zwischenspeichern zum Galantis. Wie soll ich denn da rüberkommen? Sind ja so doof getimt. Okay. Oh. Das ist unser Signature Move. Ist ja gar nicht anfangen, direkt reinzumachen. Okay, der Aufzug funktioniert. Max, we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stall me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead, to cut her ties to the Mafia. He deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. Max! No! A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone cold killer. And now she was stone cold dead. The religious fanatics or loyal samurai Horn's private army was coming at me. Request assistance. Verflucht. Wir schnacken gleich über die Geschehnisse. Oder? Kurz gucken, dass ich das richtige lade vielleicht. Ah, ne, müsste passen. Ah. Das Gesabbel nochmal reinziehen? Ja, natürlich. Target located. Ah, verdammte Hacke. Ja, also Mona hatte eigentlich den Auftrag bekommen, uns umzulegen, aber sie hat sich dagegen entschieden. Und ja, das hat sich postwendend gerecht. Und nun ist sie leider tot. When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood, but no body. Something clicked for the final time.
My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. Ja, und Monas Körper ist auf einmal verschwunden. Auch Blut ist da. Ist Mona tot? Ist Mona doch nicht tot? Ach, herrje. Ach, herrje. Na gut, wir gucken nochmal aus Jungs und Börder rein. Um dann festzustellen, sind ja noch wieder tollen Claymore-Minen hier. Wahrscheinlich jetzt auch nicht die cleverste Idee, das mit dem Colt-Kommando zu machen, aber was willst du machen? Okay, immerhin sind wir jetzt schon mal unfallfrei bis hier hingekommen. Mehr oder minder unfallfrei. Movies, and I'm talking about the coolest of the cool. It always seems like time slows down in the middle of the action. What the hell? Movie bonds. Bam. Zack. Die ersten beiden weg. Die anderen sind auf der Empore, können erstmal gar nichts machen. Eine. Sehr schön. Beide gereicht. Sehr gut. Ah. Okay. Ah, Painkillers. Zwei Stück nehme ich. Nehme ich mit. Okay, was haben wir hier? Aufzug. Ah, Penthouse, wollen wir doch gerne freischalten. Was? I had elevator access to the mainframe. From there I'd be able to override the security locks and get to her office. Okay, also müssen wir jetzt erstmal zur Hauptschnittstelle. Wow. Ah, jetzt habe ich wahrscheinlich an einer richtig guten Stelle gespeichert gerade. Ja, ich sehe es. Ich sehe es schon wieder. Kommst du mal von hier? I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Oh, Glück gehabt. Also, die Jungs hatten mal Gott sei Dank gar kein Zielwasser getrunken. Auch wieder mit den letzten drei Schuss. Nicht so gut. Nicht so gut. Das Colt Commander hat schon ja fast ausgesorgt hier. Shit. Okay, jetzt wollen wir erstmal zum Mainframe. Ah, das geht da runter. Also wir uns da erstmal nicht in die Quere kommen. Jetzt werden wir hier erstmal ganz normal weiterkommen. Oh Gott. Wer oder was? Zumal der schießt auf uns. Ein Helikopter. Ja, das ist Mark Chopper was Horn's pet guardian. Inhuman and flawless. It was stalking me. I'm a nice guy. I love my wife. What kind of bastard? Kill the bastard! Ah, verflucht. I'm not a cold-blooded killer. I'm a nice guy. I love my wife. I have two boys I'm very proud of. You just have to make the ends meet. Yeah. Kill the bastard! Kill the bastard! Das war schlecht ausgeführt. Sehr gut. Ah, da läuft noch einer. Steht oben jetzt rum, okay. Können wir den von hier erwischen? Nee, ganze aber auch nicht. Gut.
Meine Fresse. Kein Glück hier. Ah, Gott, bitte. Dafür jetzt auch fast wieder alles an Ingram-Munition rausgehämmert. Ah, so gut ist, ich weiß es ja nicht. Na gut, wir wollen den Hauptserver überschreiben hier. Mal gucken, wo wir das machen können. Wie wir das am schlauesten machen. Da jetzt ehrlich gesagt bin ich gerade gar nicht so sicher, wie das geht. Eine geheime Tür oder irgendwie so ein Kram. Oh, what? Ist ja strange. Ja, das war klar. So schön Fall Damage. Ah ja, jetzt lebt er auch noch. Na, Mist. Sauber. Das zumindest erledigt. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht müssen wir das auch einfach nur da in die Luft jagen. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Shit. Ah. Flucht. Er flucht und wieder nicht zwischengespeichert. Oh Mann, ey. Irgendwann muss man nochmal dazulernen. Sehr gut. Erledigt. Okay, dann machen wir es jetzt mal taktisch ein bisschen klüger. Weiß er, dass die da durchkommen? Jetzt speichern wir auch mal. Nehmen wir uns doch mal den Granatwerfer. Oh, oder auch nicht. Okay, jetzt nehmen wir uns eine Granate. Komm auf den Granatwerfer. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Ist immer noch einer. Natürlich alles an Munition da reingejagt in diesen einen Serverschrank, ne? Das, wenn man manchmal einfach nur noch Scheiße schreien möchte, ne? All Horn's locks were now offline. Na super. Verflucht. Gibt's doch nicht. Ein bisschen wenig Leben für den Mist. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Ah. Zielwasser habe ich auch nicht getrunken. Schwere Geburt, aber hingekriegt. Ah, zwei Painkiller auch noch. Sehr schön. Nehmen wir dankend an und mit. So, jetzt aber. Gucken, mit welchem Fahrstuhl wir dann wieder hochfahren. Mit dem Fahrstuhl tatsächlich. Und bestimmt noch wieder dieser dusselige Heli irgendwann. Vorstellen. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. Okay. Jetzt überraschend ruhig. Mal gucken. Boah, mit dem letzten Schuss.
Puh, das hätte auch richtig ins Auge gehen können. Wer ballert denn jetzt schon wieder? Von hinten, will ich. Nicht mehr denken können. Ach, von da. Oh Gott. Ob man da hochkommt, ist dann auch Ende im Gelände. Okay, dann wartet man erstmal ab. Bis so ein bisschen zumindest die Lebensanzeige wieder da ist. Bis zumindest. Zack. Jetzt hier erstmal Stellung beziehen. Sehr gut. Ja, verflucht. Ja, das war jetzt natürlich auch nicht so gut. Schnell mal wechseln. Zack. Haben wir zu verlieren, ne? Okay. Zwei Painkiller, die wollen wir auch gleich verwenden. Horn's personal computer was on. Oh. Persönliche Computer von Nicole Horn. Na, mal gucken, was da gibt. Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, spy helicopter reports, illegal wiretap recordings, internet porno, all of the above. Take your pick. I really didn't care anymore. I had seen too much of it already. Okay, also mehr oder minder die Nicole Horn hat ihre Finger überall drin und ja, will mehr oder minder ganz salopp versucht zu sagen, die Weltherrschaft an sich reißen. Okay, aber wie kommen wir von hier aus jetzt weiter? Ah. Okay, da war wieder der Heli. Geheimgang von der. Ah, da ist ein Fahrstuhl. Ah, nehmen wir noch den. Valkyr had been meant to be a white winged maiden that would lift you to a warrior's heaven, but it turned out to be a one way demon ride to hell. The devil was in the drug. I knew. I had met him. And now I was gonna kill her. The queen of the underworld who had tried to lift herself a bit closer to heaven with her drug money. No begging, no bribes. She knew better. Honor among killers. We who are about to die. Both of us knew how this would end. In pain and suffering. All this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. The cops were coming to take me away. The sirens were like a bad conscience I couldn't shake. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. Endlich. Der große Standoff. Eieiei. Ach, natürlich. Einmal konnte ich es jetzt noch schaffen, noch einmal vorher zu speichern. Ja. Schwierig jetzt in der Konstellation. Oh Gott, oh Gott. Nicht eingekriegt. Leute, Leute, Leute. Ah, verflucht. Verdammte Axt. Ist man so dicht dran? Check haben wir aber schon mal ganz gut gemacht. Komm schon jetzt. Jawohl. Na bitte. Na bitte. Done. You cannot bring them back. Nothing you do will make it any better.
mit ihrer Tochter und ihrer Frau war unausweichlich nötig. Und ja, kann ja auch nur zurückkommen, wenn es noch. Ei, seit wann kann er da durchballern? Gut. Hat wohl gereicht. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy for yourself. Accept your fate. You will die here. Ah, vielleicht werden wir hier sterben, aber dann haben wir wenigstens das Richtige getan. Sehr gut, nehmen wir alles mit. Und alles gebrauchen. Ach, du ahnst es nicht. Hier irgendwie weiter? Nee. Ja. Das sieht nicht so aus. Okay, können wir den Aufzug nutzen? Auch nicht. Wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir hier weiter? Gerade ehrlich gesagt, wenn ich mich gefragt. Eine Geheimtür oder sowas? Der Regal ist komplett leer. Auch nicht. So, das ist doch schon wieder Mist. Ganz großer Mist. Man auch nicht nutzen. Enttippern. Und auch nicht. Ich bin hier gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf dem Schlauch. Was wir denn jetzt tun müssen? Außen lang laufen. Ah, hier auch. Okay. Oha. Ja, ist voll mein Ding. So auf die Höhe und so. Ah, das ist ein Klopf. Kommt da. Schnell rein. Zack, einfach ignorieren. Okay. Eingeschafft. Das ist schon viel wert. Max Payne, face it. You are up against an unbeatable force. You have already lost. You have lost. Only death that you reap your pain. Ah, verflucht. Schön ablenken lassen vom Aufzug. Wow. Wovon, wo ballern die denn alle die ganze Zeit? Oh, wo ist denn da oben? Okay, hier in die Ecke habe ich schon mal geschafft. Also der Jackhammer ist hier gerade Gold wert. Hier gerade der Goldstandard. Ah, verdammte Hacke. Oh, das gibt's ja nicht. Ah, schön. Alles in Slow Motion rundherum gesprungen, aber nichts getroffen. Ist natürlich, ja, suboptimal, möchte ich wohl sagen. Ah!
Na gut. Werde weg. Na gut, aber auch. Get in here. Was? Von wo? Okay, nix. Kann ja nur da drüben sein. Hey. Natürlich. Hör auf, tot. Mist. Oh, ja, Max läuft auch im Zahnfleisch, kann ich verstehen. Ah, ihr geht wohl langsam der Arsch auf Kopf, als was? Sagt ihr Männer, ihr seid besser trainiert, besser ausgerüstet, jetzt macht endlich euren Job. Ja, ein Mann mit Wut im Bauch sollte man nicht unterschätzen. Oh, war ich an einer taktisch richtig guten Stelle gespeichert? Also gar nicht. Und ich will uns das jetzt nicht zu Verhängnis. Schon mal? Beide sogar. Perfekt. Oder der drüben, der so nervt. Saubär, möchte ich sagen. Türchen. Das haben wir doch mal mit. Meine Weltkarte. Verschiedenen markierten Orten. York. Ist nicht Mexico City vielleicht? Könnte das andere sein? Ja, mitten von Europa. Also für Berlin ist es eigentlich zu tief. Keine Ahnung. Eieieiei. Steht sie, die Tante. Ah, wir haben es sogar erwischt ein bisschen. Schüsse. Roger that. Attempting to land now. It's gonna be tricky. Okay. Zack. Genau. Wir müssen jetzt quasi diesen Turm, Sendeturm, wie auch immer Turm, sind wir jetzt da einmal auf den Helikopter fallen lassen, ja, wenn wir das bis dahin überleben. Ah, verdammte Hacke. Call Commander? Ne, sieht schlecht aus. Noch jemand? So. Gleich wieder als allererstes speichern und dann mal schauen. She's on board, we're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Genau. Also die sind unterwegs, sobald der Wind ein wenig nachlässt. Das ist gerade schon gemacht. Weil sie nicht mögen, wie der Wind quasi wie der Wind sich darstellt. Oh, huh. Einer von den Painkiller dabei, ne? Säcke. 45 Seconds. 45 Seconds? Eieieiei. Mal bloß kein Stress. Als er schon speichern gelandet ist. Zack. 30 Seconds to lift off. Okay, nur noch 30 Sekunden. Dann müssen wir jetzt nur noch. Granatwerfer.
Das ist dann wohl auch das Ende von Nicole Horn. Wir sind wieder da, wo das Spiel begann. Jetzt lauschen wir den letzten Worten von Max, denke ich mal. Hier ist noch kommen. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us. Ja, damit haben wir jetzt dann auch den schweren Schwierigkeitsgrad abgeschlossen und den letzten geheimen Schwierigkeitsgrad jetzt mehr oder minder freigeschalten. Ja, und das beendet dann jetzt das Let's Play zu Max Payne. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet. Ich fand es wie immer, hat es mir wieder sehr großen Spaß gemacht. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ja, dann werde ich mir jetzt mal Gedanken machen, was denn als nächstes nun kommen könnte. Und bis dahin verbleibe ich erstmal und wünsche euch jetzt noch einen granatenstarken Tag. Bis dann, ciao.